Hi Leute, ja, ich habe paar Mal eine Anfrage bekommen von euch, ob ich nicht meine ganzen Parfümsammlungen zeige. Und ja, ich muss euch ein bisschen enttäuschen, so viele Parfüms habe ich nicht, aber dennoch habe ich welche, die ich zeigen könnte. Und zwar, ja, fangen wir mal an. Ist das hier mein Parfüm, was ich damals immer sehr gerne benutzt habe? Das ist von Lolita Lempicka. Ich glaube, das heißt einfach nur L. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber ich glaube, das ist L. Boah, das ist schon richtig eingestaubt und das ist ein sehr, sehr schwerer, intensiver Geruch. Das ist einfach ein Geruch, den man riecht und sofort erkennt, das ist Lolita Lempicka. Das ist sehr schwer und ja, ich weiß nicht, ich habe es damals sehr gerne benutzt. Die Flasche sieht auch sehr, sehr schön aus, auf jeden Fall. Und ja. Kommt jetzt nichts mehr raus, ist schon leer, aber ich habe die Flasche halt behalten. Missy. Dann habe ich von Dolce & Gabbana dieses dicke, wuchtige Ding, die Nummer 18 La Lune. Das ist die 100 Milliliter, glaube ich. Ja, genau. Aber das habe ich mir jetzt nicht selber gekauft, das habe ich geschenkt bekommen von Dolce & Gabbana selber, weil wir mit der Firma arbeiten. Und die hatte uns dann zu Weihnachten solche Parfüms geschickt. Und das war das hier. Und das ist. Ja, ist nicht meins. Ist natürlich, ne, wenn man sowas geschenkt bekommt, okay, aber es ist halt nicht meins. Es riecht sehr frisch. Ja, so typisch Parfüm. Also ich finde, das hat nicht so wirklich Wiedererkennungswert irgendwie. Und ich habe es benutzt. Hier. Ne, ich habe schon benutzt, aber nicht, weil ich es unbedingt geliebt habe oder so. Und ja, das ist eins von denen. Dann habe ich von, das ist noch eingepackt, weil ich es nicht so oft benutze, wie gesagt, von Chanel Chains. Das ist dieses hier. Sehr, sehr schöne Flasche, finde ich. Es ist schon eher mein Geruch. Also es ist, Gott, ich bin so, oh, ich hasse das, irgendwas zu beschreiben, ne? Das ist ein bisschen erwachsen, würde ich sagen. Es ist jetzt nicht so dieses spritzige, ich rieche nach Kiwi oder so. Also es ist schon so ein erwachsener Duft. Elegant auch. Und ich finde, das hat auch auf jeden Fall einen Wiedererkennungswert. Also wenn man es trägt, dann, und die Leute, die das kennen, dann wissen die, dass man das gerade trägt, finde ich. Es riecht sehr, sehr schön eigentlich. Aber irgendwie vernachlässigt das. Ich weiß auch nicht warum. Irgendwann wird die Zeit kommen, wo ich das nutzen werde. So, dann hatte ich ja von meiner Tante zu Weihnachten, glaube ich, von Victor und Rolf Flowerbomb dieses pinke Ding gekriegt. Das riecht auch sehr, sehr lecker. Es ist jetzt eher auch was für den Frühling und für den Sommer, weil das sehr frisch riecht. Also es ist nicht so pudrig. Es ist eher so ein bisschen ein Ticken, also es ist blumig und ein bisschen, ein Ticken mehr fruchtig und es gefällt mir sehr gut, aber es ist halt wie gesagt eher was für den Sommer. Ja, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Was ich jetzt auch zurzeit sehr gerne mag, einfach nur weil das sehr frisch ist auf der Haut, das ist so ein Body Mist. Das heißt, das ist jetzt kein typisches Parfüm, dass man sich einfach nur so hier so am Hals sprüht. Das kann man sich am ganzen Körper sprühen. Das ist von Bath and Body Works Twilight Woods. Ich habe ja die Body Lotion und die Body Butter davon und ich liebe einfach diesen Geruch. Und dann habe ich mir dieses dicke Ding hier geholt. Und das ist auch, oh Gott, ich kann das nicht beschreiben. Das ist einfach so ein schöner Duft. Ich wünschte, es würde davon ein Parfüm geben, also so ein richtiges Parfüm. Es ist einfach warm und sinnlich und oh, es ist einfach genial. Es ist einfach so, wo man da sagt, da läuft wirklich das Wasser im Mund zusammen. Und ja, ich liebe es einfach total. Aber mein All-Time-Favorite, ja, oh mein Gott, ich liebe es. Es ist das hier, das ist jetzt eine leere Flasche. Das ist auch von Victor und Rolf. Flowerbomb, ne? Das ist das, so gesehen, das Originale. Es ist so, so schön. Ich liebe es. Es riecht leicht blumig, pudrig, edel, ja, ein bisschen warm. Also ich finde, das ist ein schöner, warmer Geruch oder Duft.
Und oh, ich liebe das. Ich liebe, 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 liebe das. Also es ist so mein Geruch. Da könnte auch Nati stehen. Also das ist. Es gibt keinen besseren Duft als dieser hier. Ich mag den richtig, richtig gerne. Ja, das waren meine Düfte. Es sind nicht so viele. Wie gesagt, ich bleibe eigentlich immer nur bei dem hier hängen, bei dem Flowerbomb von Viktor und Rolf. Es ist einfach mein Duft. Ich mag andere Düfte auch sehr, sehr gerne, aber irgendwie, ja, ist man seit Jahren auf diesen Duft hängen geblieben und das ist jetzt so gesehen mein Duft schon geworden. Okay, alles klar. Ihr könnt mir ja schreiben, was ihr für Parfüms habt und bin schon gespannt auf eure Kommentare und wir sehen uns zum nächsten Video. Tschüss!